V-Smile! SpongeBob Schwanke, der Tag des Schwamms. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge SpongeBob Schwammkopf. V-Smile Lernspielabenteuer. Das sind immer die, die am schönsten sind. So, der Tag des Schwamms. Ja, starten wir mal rein, was? Nachdem wir... Oui, Monsieur. Nachdem wir bei der letzten Folge die Batman hatten, ist das nun bei dieser Folge so, dass wir hier ein etwas leichteres Spiel haben, wie man sieht. Also bei den Einstellungen gibt es gar kein schwer oder leicht. Das ist schon mal ganz gut. Und ich persönlich mag SpongeBob. Das ist eine richtig geile Zeichentrickserie, auch wenn meine Frau das anders sieht. Aber ich und meine Kinder, wir stehen auf der SpongeBob-Seite und auch meine Freunde zu großen Teilen. Oui, wir nehmen das Abenteuerspiel und ich bin schon echt gespannt, was wir in diesem kleinen Lernspielabenteuer lernen werden. So, dann wollen wir mal schauen hier mit der besten Konsole der Welt. Also wir nehmen Spielstufe 1 oder 2. Wir nehmen mal Spielstufe 1. Wir machen es mal ganz einfach, ne? Ist ja schon wieder Freitag. Ein weiterer schöner Tag in Bikini Bottom beginnt. SpongeBob ist beschäftigt, bereitet sich auf den Tag vor. Nette Story. Lass die Traumblasen platzen, die nicht zum Wort passen. Manche Blasen musst du mehrmals treffen, damit sie platzen. Okay. Benutze den Joystick und die OK-Taste, um zu spielen. Alter! Das ist ja... Wow! Es ist schwierig. Also so für V-Smile-Verhältnisse natürlich. Oh, ja, das stimmt schon. Haut weg den Scheiß. Gut gemacht. So. Mensch, das war ja gar nicht mal so einfach. Und kommt jetzt nochmal so eine Aufgabe? Oh, mon Dieu. So, man braucht einfach nur schnell schießen, sobald das... Nein! Beim nächsten Mal klappt's bestimmt besser. So. Das ist quasi so ein Shooter. So ein Versteckter. Man muss ganz schön... Wow, das ist überhaupt nicht trivial, möchte ich mal sagen. Nein! Ui, schwierig. Wie schwierig, ja, das Gameplay ist schwierig. Versuch es nochmals. Okay, Geschenk. Pff, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfachere Aufgaben. Weil hier muss man ganz schön vorausschauend auch schießen, gucken und spielen, meine ich. Wow, es hat sich festgebackt. Oh, da, ja, ihr habt ihr das gesehen? Ich habe das Spiel fast hier zum Absturz gebracht. Da sind halt Software-Qualitätstitel. So. Ach ja, ein wunderschönes Spiel. Wir haben nun Wahl und Geschenk. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin echt gespannt, was wir hier noch in diesem Spiel so erleben werden. Auf jeden Fall ist das schon eine sehr interessante Aufgabe. Also einfach auch so vom ich sag mal, Schwierigkeitsgrad, weil da muss man ja als Kind wirklich so vorausschauend so planen, weil das Ganze ja auch so ein bisschen zeitverzögert ist. Also man hat gar keine so, naja, direkte Action, sondern muss dann immer gucken, wo gehen die Dinger so lang und schon nicht so einfach. Mann, Mann, Mann. So, du blöder Vogel. Komm mal her, du. So. Na klar. Ui, schwierig. Das war nicht schwierig. Ich hab noch falsch gedrückt. Versuch es nochmal. Puh, Truhe. Du bist keine Truhe, zum Glück. Das ist die Truhe. Aber von dem Muster her erinnert mich das an so alte DVD-Player. Die haben ja manchmal auch solche tollen Muster gehabt.
Es hat sich festgepackt. Okay. So. So, und jetzt hoffe ich, dass ich es geschafft habe. Jawohl, die Truhe ist auf jeden Fall mit dabei. Ich hab's geschafft. Sehr gut, SpongeBob, sehr gut. Wuhu, ich tanze hier mal mit. Hey, ihr könnt euch das so vorstellen. Buchstabenblasen platzen, die nicht in das Wort passen. Aber sehr cool, dass die Original Stimme da mit dabei ist, die nicht reinpassen. Buff, Bubble, Bugs. Bugs Bunny? Kennt er ja. So, Batz. Nein. Nein. Bist du das D? Ja. Okay, das geht ein bisschen einfacher von der Hand. So. Naja, das ist ja hier ein wunderschönes Spiel. So, das nächste. Ah oui, Monsieur. Aber schön, dass hier Gary da unten noch so ein bisschen mit lang schwebt. Zaffen? Zassen? Nein, das kann doch kein Wort sein. Zein? Kenne ich nicht. Oh ja, das ist richtig. So, die Hand-Augen-Koordination ist natürlich durch entsprechende Shooter-Erfahrung zacken? Zaxen? Sehr schön. Durch entsprechende Shooter-Erfahrung schon mal ganz gut. Versuche es nochmal. Ah, oui, Monsieur. Also, ich überlege gerade, was ist hier so der Lerneffekt? Also, die Leute, beziehungsweise die Kinder, die Genicht. Genicht ist sowas wie geschlechtslos. Geücht. Ich frage mich, was man hier so lernt. Also, man muss ja die richtigen Worte erstmal kennen. Das heißt, so buchstabieren sollte man können. Und auf der anderen Seite so Hand-Augen-Koordination, denke ich mal, soll hier so das Lernziel sein. Aber ja, ist auf jeden Fall näher liegend als bei Batman. Also meine Referenz ist jetzt wirklich Batman und da kommen wir ja schon aus einer ganz tiefen Ebene. Ordne die Wörter, die sich reimen, einander zu. Drück auf die OK-Taste, um ein Wort zu wählen. Benutze den Joystick, um nach oben oder unten zu greifen. Hä? Was muss man denn machen? Genau, Applaus? Applaus. Maus. Ah, okay. Ich muss ja also quasi diese Sachen irgendwie finden. Strauß und Haus. Okay, reimen, ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Also, wie gesagt, ich komme gerade von Batman und dagegen ist das hier schon ein kleines, eine kleine Steigerung. So, Tier, Bauch, Bus, genau, Vampir, Fein, what? Tier und Vampir, würde ich sagen. Mensch, was dieser SpongeBob so alles macht. Und wir sind ja immer noch erstmal beim Anziehen. So. Wow, nette Animation. Okay, ja. Und ich würde sagen, weil das erste Spiel war, reicht mir das heute so für den kleinen SpongeBob-Einstieg. Wir haben 389 Punkte gekriegt. Viel Spaß. Tschüss.